Sie sind die Beschützer eines alten Brauches. Sie sind die Botschafter ihrer Region. Sie vereinen Tradition und Innovation. Die Mostbarone. Ich übertrage dir hiermit die Würde und die Pflichten des Primus. Wir geloben, die Mostbaron-Tafelrunde mit all unseren Kräften nach außen zu vertreten und die Mostkultur so weiterzutragen. Wir geloben. Mostbaron zu sein, ist schon was Besonderes. Das bedeutet vor allem Teil einer Gemeinschaft zu sein. Wir sind jetzt 20 Betriebe und wir haben einen Schwur abgelegt. Wir haben gesagt, wir wollen die Mostkultur pflegen, fördern und weiterentwickeln, weil die Mostkultur, sie war schon sehr gefährdet, ja, und sie ist aber so wichtig. Unser großer Schatz, das sind die Mostbirnen und die zugänglich zu machen, das ist unsere Aufgabe. Ja, Mostbaron ist die Freude, in einer Region zu leben, die von den Birnenbäumen, von einer Kultur gepflegt ist, wie die Vierkanter. Und wenn es einem dann noch gelingt, dieses Leben als Bauer, als Mostbauer, auch den Leuten nahezubringen, dann ist es eine ganz besondere Welt. Zwischen Donau und Wienerwald, zwischen Steiermark und Oberösterreich, hier liegt ihre Heimat, das Mostviertel in Niederösterreich. Es gleicht einem riesigen Garten. Hier wachsen sie, die kraftvoll verwurzelten Birnbäume von überragender Gestalt. Über 300 Birnensorten gedeihen auf den unzähligen Streuobstwiesen. Aus diesen Birnen kreieren und veredeln die Mostbarone ein Getränk, das die Region seit Jahrhunderten prägte und heute zu neuem Glanz verhilft, den Birnenmost. Unser Most wird vor allem aus den jahrhundertealten Mostbirnensorten gemacht. Von den großen alten Bäumen. Die Bäume sind 15, 20 Meter hoch, die werden 200 oder 300 Jahre alt, manche. Geben herbe Früchte und aus diesen herben Früchten gewinnen wir wundervolle Produkte durch die Verarbeitung. Es gibt die verschiedensten Birnenmöste und die Vielfalt macht es praktisch dann aus, was den Most so bekömmlich und gut macht. Glasklar und wunderbar zum Trinken und den muss man einfach gekostet haben und dann weiß man es, warum es so ist. Mildes Klima, schonender Anbau, handverlesene Ernte und nur die besten Birnen geben dem Most seinen unverwechselbaren, fruchtig-feinen Geschmack. Mild, halbmild, kräftig oder resch, die Mostbarone schaffen edle Getränke, die mittlerweile auch in der Spitzengastronomie angekommen sind. Im 14. Jahrhundert hat ein Schriftsteller hat es schön gesagt, die späten Birnen werden zum Most gemacht, weil die sind länger reif, haben mehr Säure und sind viel stabiler. Jeder, der ihn noch nicht probiert hat, ist herzlich eingeladen, zu uns zu kommen und den vor Ort zu genießen. An der 200 Kilometer langen Moststraße empfangen die Mostheurigen, die Mostwirte und Mosthoteliers ihre Gäste mit ihren Spezialitäten. Und manch einer öffnet seinen Keller und gewährt Einblick in die geheime Kultur
des vergorenen Birnenmost. Gesundheit, so ist Leben. Das Mostviertel, ein Reich der Genüsse und regionaler Köstlichkeiten. Das Reich der Mostbarone.